Mein Name ist Martin Dreyer und ihr seht Destiny TV. Jesus rockt. Martin Dreyer schwärmt von Jesus. Volksbibel Wiki. Einfach mal selbst die Bibel übersetzen. Das und mehr jetzt bei Destiny, deinem Jugendmagazin aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Destiny. Heute geht es um einen ganz besonderen Menschen. Und zwar um Martin Dreyer. Der hat unter anderem die Bibel neu übersetzt in eine umgangssprachlichere Version. Volksbibel nennt sich das Ganze. Außerdem hat er bei Konferenzen ganz viele Jugendliche, die da immer hinströmen und ihre Handys zu Hause lassen, weil sie genau wissen, ich will mich auf Gott konzentrieren. Jesusmäßiger Leben, das ist das, was Martin Dreyer zum Ziel hat. Und warum er tut, was er tut, haben wir ihn selbst mal gefragt. Moin Moin, grüß dich. Hi, alles klar? Du jetzt hier in Berlin, Friedrichshain. Ja. Wie kam das denn? Ja, meine Frau hat sich hier beworben auf einen Job in der Fachhochschule. Und es ist eine geile Stadt. Also zur Auswahl standen noch so kleinere Käfer und okay. Von München aber auch. Also alle möglichen Städte standen zur Auswahl. Und dann hat sie sich in Berlin beworben, hat die Stelle bekommen und hat dann noch ein anderes Angebot über Berlin, war für uns schon ganz klar. Ja. Weit vorne. Ist halt geile Stadt, Zentrum ja. von Deutschland, kulturell, hier geht eigentlich alles. Und hier ist auch irgendwie das Leben so hier. Machst du viel auch hier mit hier in der Friedrichshainer Szene? Bist du da unterwegs, oder? Ja, also so partymäßig eigentlich nicht mehr so sehr. Es sei denn, meine Frau ist mal irgendwie auf Geschäftsreise, dann bin ich schon ein bisschen unterwegs gewesen. Aber ich war schon in allen Kinos irgendwie im Stadtteil. Ich bin so ein Kinofreak. Cool. Und hier gibt es ja das IMAX, der fettesten Leinwand in ganz Europa. Echt? Ja. Abgefahren. Und ja, so sportmäßig habe ich schon viel ausprobiert, so ein paar Streetballplätze. Du spielst auch Basketball? Ja. Halbprofessionell? Ja, mit großem Herz und Leidenschaft, aber nicht mehr so professionell. Cool, cool. Alba Berlin, oder? Nee, meine Mannschaft ist jetzt Berlin-Tiger. Berlin-Tiger? Ja, in Kreuzberg. Wo kommst du ursprünglich her? Nicht aus Berlin, oder? Ursprünglich komme ich aus Hamburg. Und bin dann in Winterhude, habe ich eine Zeit lang gelebt und dann halt viel in Altona und St. Pauli gearbeitet, mit den Jesus Freaks dann im Schanzenviertel gewesen und so. Dann ist ja das ist ja nicht so ein großer Sprung hier, oder? Nö, von der Szene her nicht so, vom Feeling her nicht so, nee. Cool, cool. Gut, so, dann setzen wir uns mal rein. So, wir sitzen jetzt auf der gemütlichen Tiger-Couch. Du bist ja ziemlich lang schon mit Jesus unterwegs. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wo sind da die Anfänge? Also, lange Geschichte kurz erzählt. Ich bin halt so mit 14 in Hamburg, in Poppenbüttel, wo ich aufgewachsen bin, in so eine Punk-Drogen-Szene irgendwie reingekommen. In der Schule wurden einfach Drogen konsumiert und dann habe ich da Freunde gefunden und war dann schon so mit 17,5 eigentlich schon am Ende der Fahnenstange angelangt, hatte eigentlich alles so genommen, was man zu der Zeit kriegen konnte. Und mir ging es einfach richtig schlecht. Ja. Ich wusste nicht mehr, wofür ich überhaupt diesen ganzen Scheiß hier mache mit Schule und so. Mein Drogengebrauch nicht mehr im Griff gehabt, 5,6 im Zeugnis und 2,5. Und dann hat auch meine Freundin mit mir Schluss gemacht, meine große Liebe. Und damit brach auch noch der letzte Pfeiler in meinem Leben. Und ich dachte da also schon irgendwie, was soll das Ganze, wofür eigentlich noch weiterleben? Und hatte auch schon mir überlegt, ob ich jetzt irgendwie mein Leben selbst beende. Und dann sind aber in meiner Familie abgefahrene Sachen passiert. Und zwar ist da einer nach dem nächsten Christ geworden. Also zuerst meine große Schwester, dann meine kleine Schwester, dann meine mittlere Schwester, dann mein Vater und zum Schluss meine Mutter. Nee, meine Mutter und dann mein Vater sogar zum Schluss. Und irgendwie habe ich gedacht, sind die jetzt in einer fiesen Sekte gelandet oder was ist da los? Ja, plötzlich haben die so leidenschaftlich vom Essen gebetet wie noch nie zuvor und haben Bibel gelesen und Predigtkassetten gehört und so. Aber ich merkte, dass da auch was Echtes passiert ist, ja, dass die sich wirklich verändert haben, dass da plötzlich eine Realität in unserer Familie war, die vorher nicht da war. Und dann habe ich halt gedacht, ich sollte mir das mal angucken. Man kann ja nicht schaden und bin dann mal so im Gottesdienst mitgegangen. Das war damals so in der Petrikirche in Hamburg, im Stadtzentrum von Hamburg, so eine alte große Kirche. Und da fanden halt sonntagabends immer so erneuerte Gottesdienste statt. Gemeindeerneuerung, charismatische Gemeindeerneuerung.
Und das war mega voll, ja. Also vorne mit einer Band und einer gehaltvollen Predigt und die Leute sind echt geströmt. Und wir kamen dann da an Sonntagabends, weiß ich noch, beim ersten Mal. Und ich habe sofort irgendwie gespürt, hier ist irgendwas, ja, hier ist irgendwie, ich würde sagen Gott, hier ist irgendwie eine andere Realität. Und habe mich dann noch so, weiß ich nicht, das erste Mal in die letzte Reihe gesetzt und das mir alles so angeguckt aus Beobachterperspektive. Und dann aber beim zweiten Mal habe ich schon mich auch ein bisschen dafür geöffnet. Und beim dritten Mal habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, der ganze Gottesdienst ist eigentlich nur für mich. Ja, also die Predigt war genau meine Lebenssituation. Dann gab es so einen Zeugnisteil, wo die Leute ähnliche Situationen hatten wie ich, mit ja, Drogen genommen und dann Jesus kennengelernt und dann war alles super. Dann so sogar die Lobpreislieder ging irgendwie um dieses ganze Thema, so verloren sein und Gott findet einen. Naja, und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay Gott, wenn du jetzt wirklich mich meinst und aus meinem kaputten, hoffnungslosen, zerstörten Leben was anfangen willst, dann möchte ich ein Zeichen von dir haben. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, ich will erstens, dass meine Eltern aufstehen und gehen, denn die sollen nicht dabei sein, das ist mir peinlich. Und zweitens möchte ich, dass meine Schwester zu mir kommt, mir auf die Schulter klopft und sagt, Martin, willst du nicht nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Amen. Ich gucke nach oben, steht mein Vater auf, meine Mutter, sagen, du Martin, wir gehen jetzt, gehen raus. Kaum hatten sie die Kirchentür verlassen, beugt sich meine Schwester zu mir rüber, klopft mir auf die Schulter und sagt, du Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Und du dachtest, das funktioniert ja nicht. Und dann musste ich, dann bin ich nach vorne und habe mein Leben Jesus gegeben. Und das war wirklich mit diesem ersten Gebet, bewussten Gebet, plötzlich eine spürbare Veränderung in meinem Herzen. Ja. Also in mir drin hat sich von der Sekunde an plötzlich was verändert. Es war eine neue Realität in meinem Leben. Gott war da, Jesus war da, auch spürbar auch in mein Herz gekommen. Und diese Erfahrung hat sich eigentlich, hat mein ganzes Leben durchgetragen und mein ganzes Leben auch geprägt. Das, Jesus da ist, immer da ist, egal wie es einem geht, egal wie es beschissen mir auch anschließend gegangen ist. Ja. Er war wirklich immer da und ich konnte immer mit ihm reden und er hat auch letztendlich immer auf mich aufgepasst. So Wörter wie Kirche, Gott, Jesus, damit kann man ja heutzutage manche Jugendliche sogar jagen. Also man denkt immer alt, verstaubt, langweilig, Regeln. Was macht das für dich trotzdem irgendwie attraktiv? Als Kirche ist schon ein verstaubtes Wort, was auch so was von Enge irgendwie hat und von Institutionen. Was für mich den Glauben attraktiv macht, ist einfach eine Beziehung zu Gott, über diesen Jesus zu haben. Ja, dass ich für etwas bete und wirklich auch also radikal dafür bete und auch Gott echt beknie. Und wenn das dann passiert und Gott dieses Gebet erhört und so, das macht mir unheimlich Laune. Ja. Also einfach Gott zu erleben, im Alltag zu erleben, wenn er Gebete erhört, aber natürlich auch, wenn ich jetzt unterwegs bin und predige und dann erlebe, dass Gott den Gottesdienst segnet und Leute nach vorne kommen und angesprochen werden und nicht dann ein paar Tage später noch eine gute E-Mail bekommen von Feedback, dass das Wochenende irgendwie gut war und so. Das macht mir unheimlich Spaß, das gibt mir viel Energie. Hm.